Dritter Strahlensatz ist heute das Thema. Ich gehe nochmal schnell auf den ersten ein und auf den zweiten. Ob man nun den ersten so oder den zweiten so bezeichnet, ist in diesem Fall egal. Ich sag mal, entweder ich beziehe mich nur auf die Strahlen oder ich beziehe mich auf Strahlen und dazugehörende parallelen Abschnitte. Entweder so oder so. Bis dahin klar. Jetzt kommt der dritte Strahlensatz und den leiten wir uns mal ein bisschen her. Das geht in diesem Fall um Folgendes. Wir stellen uns mal vor, wir haben hier einen Projektor im Punkt S und dieser Projektor, der erzeugt hier und hier an der Wand ein Bild. Dann wissen wir, dann wissen wir Folgendes, dass dieser Projektor hier ein Bild baut. Und wir nehmen mal ein ganz einfaches Bild, das besteht jetzt mal aus einem blauen und einem roten Streifen. Na, ich mache den roten Streifen noch mal ein bisschen kürzer, damit das besser auffällt und den blauen ein bisschen länger. So, das ist also ein ganz einfaches Bild. Und wenn wir dann den Projektor weiter von der Wand wegfahren, dann haben wir eben einen entsprechend größeren roten und blauen Streifen und dann ist die Sache soweit in Ordnung. Jetzt stellen wir uns mal in diesem Fall was vor, und zwar, wir würden hier in Gedanken noch einen Lichtstrahl einbauen. Und das ist eigentlich schon der ganze dritte Strahlensatz. Wenn ich zum Beispiel drei Strahlen habe, also erster, zweiter, dritter, wenn ich drei Strahlen habe, dann verhalten sich, und jetzt bezeichne ich mal diese Dinger hier, am besten mache ich das so, der blaue heißt A, der andere heißt B und der heißt C und der heißt D. Und das diskutieren wir jetzt mal durch, wie die sich verhalten. Jetzt stellen wir mal hier in Gedanken uns vor, dass die Bilder, wenn meinetwegen A dreimal so lang ist wie B, dann müsste C eigentlich auch dreimal so lang sein wie D. Ich habe ja bloß das Bild vergrößert. Das Bild wird ja nicht verzerrt. Und jetzt stellen wir mal dafür die Gleichung auf. Wer das zu Hause selber machen will, macht jetzt Stopp und dann hinterher sehen wir uns wieder. Und hier ist die Auflösung. Also A verhält sich zu B wie C zu D. Wir bleiben immer hier, wenn ich jetzt bei dem Projektorbeispiel bleibe, kann man sich es vielleicht leichter merken, auf der Bildebene. Also jetzt nicht anfangen, noch hier die Strahlen zu bezeichnen. Dann kommen wir wieder in den ersten bzw. zweiten Strahlensatz. Das ging ja auch, aber das ist jetzt nicht nötig. Also einfach dran denken, das Bild wird nicht verzerrt, sondern das Bild bleibt von den größten Verhältnissen genauso. Und dann kann ich diese drei Gleichungen ganz locker aufstellen. Wobei die beiden hier, die sind sehr ähnlich, die hier. Die sind sehr ähnlich zueinander. So, das ist das ganze Geheimnis des dritten Strahlensatzes. Und jetzt mache ich nochmal kurz Pause, falls es noch irgendwelche Fragen gibt. Und ansonsten mache ich das Video dicht. Gut, alle weiteren Fragen zum Wetter sind geklärt. Also das können wir... Ja doch, hier gibt es doch noch eine. Teilweise jetzt kam noch eine Idee. Wenn ich zum Beispiel diesen Abschnitt hier X und den Y benenne, könnte ich noch sagen, X verhält sich zu A plus B oder nur zu A wie Y zu C plus D beziehungsweise nur zu C. Aber was dürfte ich dann nicht machen? Von X auf B schließen, das wäre wahrscheinlich ungünstig, oder? Und Y zu D. Das können wir ja mal rechnerisch durchprobieren, ob das ginge. Wir haben uns ja schon mal ein Modell der Strahlensätze gebaut und das hat funktioniert und dann könnte man das ja mal ausprobieren. Ja, das ist noch eine Idee. Ich mache mal Pause. Jetzt haben wir uns folgende Frage gestellt. Wir beziehen uns auf dieses Bild hier. X verhält sich nur zu B wie X plus Y zu D. Und wir haben die Vermutung, da sich die Größenverhältnisse des Bildes nicht ändern, müsste das funktionieren. Jetzt werden wir das mal mit Zahlen belegen. Und zwar sage ich, A sei einfach 3 Meter, B sei 1 Meter. Dann müsste, wenn es der doppelte Abstand ist, also wenn X meinetwegen 2 Meter ist und Y auch nochmal 2 Meter, also Abstand verdoppelt, dann müsste C ja sein, hatten wir gesagt, 6 Meter und D müssten dann 2 Meter sein. Das müsste jetzt eingesetzt funktionieren. Probieren wir es mal aus. X ist 2 Meter zu 1 Meter wie X plus Y, 2 plus 2 ist 4 Meter zu 2 Meter. Und siehe da, tätere. Weil sich die Größenverhältnisse nicht ändern. Jetzt haben wir die technische Frage auch geklärt. Wir beziehen uns praktisch, wir mischen jetzt den dritten und den zweiten Strahlensatz ganz einfach. Also, wir sagen hier, wir gehen hier auf unseren zweiten ein
und haben das Ganze jetzt mal übertragen. Das ist gewagt, aber es kann funktionieren. Ne? So kann man das auch letztendlich machen, weil sich die Größenverhältnisse nicht ändern. Ich lasse es jetzt gut sein beim dritten Strahlensatz. Also wir sagen, jawohl, geht auch. Schön.